Hallo? Hallo, 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 weiter geht's mit South Park, der rektakulären Zerreißprobe. Ich grüße ganz herzlich zu einer weiteren Party auf meinem wunderbaren Kanal. Ich bin wieder am Stirn, meine Damen und Herren. Welcome back. Mir war immer klar, dass die Erwachsenen in dieser Stadt alles dumme Picker sind. Was zur Hölle machst du da? Ich kack dir ins Gesicht, wieso, weil du es verdient hast. Du bist eine Mobberin. So, weiter geht's hier, Leute. So, weiter in der Welt von South Park. Ninja, komm her, Junge. Du gehst die ganze Zeit mir auf die Nüsse, deswegen werde ich deine Nüsse jetzt zerkleinern und sie aufessen. Warum? Weil ich es kann. So, let's go. Das wird ein heißer Tanz. Das wird ein richtig heißer, aber weiß, heißer Super-Mega-Tanz. So, komm mal her, Junge. Komm mal her. Komm mal her, Junge. Komm hier. Ich erstmal hier. Schön in die Fresse gähnen, so muss es sein, die Gähnungstaktik. Er ist verwirrt, er weiß gar nicht, was er machen soll. So, was machst du denn? Ach komm, hör doch auf. Yo, er trifft schon wieder zwei. Yo, so ein kleiner Zipfelklatschen, Superklatscher. Alles klar. Ein schöner Hit, ein richtig geiler Hit, gefällt mir. Sexy, lecker und sehr, sehr süß. Wir bluten wie so eine Frau. Okay. Laser, reicht das zum Killen? Na klar, easy going. 327 Damage macht Humankind? Hat der mir schon so viel gemacht? Aber es liegt bestimmt... Oh, er spawnt 9. Es liegt bestimmt daran einfach, dass die nicht so viel Rüstung haben. Die Schwatten. Glatt, was auch immer. Oh, ich komme da wieder nicht hin. Ich komme da nicht hin. Ich verlass mich auf dich. Das mal Flächenschaden, bringt nicht so viel, machen wir den hier. Ah ja, der Blitz, genau. Ich will meine Attacken umstellen, weil ich habe zu wenig Single-Target-Damage, wie ich finde. Der Blitz ist nicht ganz so geil. Nee, was haben wir in die Ramme, in den Rammer hier? Nee. Geh mal lieber schön ins Gesicht. 50% wieder geklatscht, Mr. Diabetes, I love you. Very, very much. Du scheiß auf viel, wir machen Damage. Oh, das reicht nicht ganz. Vielleicht mit einem Crit, mit einem geilen, spritzigen Crit ins Gesicht. Oh, knappes Ding. Sehr, sehr knapp, aber wir bluten. Ninja Instinct Awaken! Ninja Instinct Awaken! Wie dumm er auch ist, ne? Er geht auf den, der am meisten HP hat. Naja. Soll er machen, der kleine Zipfelklatscher. Spawn bitte keinen. Dankeschön. So. Oh, der ist weggeschockt worden. Geil. Geil. Und jetzt darf Craig sogar nochmal ran und der geht natürlich einen One-Shot. Warum? Er macht so viel Damage. Was geht eigentlich? 327? Ah, der hätte mehr Rüstung als der Schwader, glaube ich. Deswegen passt es wieder. Vom Verhältnis. Ich denke. Gewonnen, yay! Oh! Wir bekommen eine Pussy des Glücks? Wow. Wer hätte nicht gerne eine Pussy des Glücks? Und Level 11, wir kommen. Die Mission, glaube ich, sagt, wir müssen zu Cartman, um ihn zu quälen. Aber wir haben erstmal ein neues Artefakt. Da bin ich mal gespannt. Pussy des Glücks. 95 ist 80. Und das ist ein Upgrade. Das ist ein 90er. Geile Schlagsahne, Leute. Richtig geile, spritzige Schlagsahne. So, die Kräfte switchen wir auch kurz. Das ist geil. Das ist auch ganz geil. Aber den finde ich mal richtig low. Ich glaube, dann nehmen wir... Was sollen denn die Delfine? Hydrohilfe. Der Elementarist reinigt, heilt und versteckt den Angriff von sich selbst und den Verbündeten. Nee. Was ist das hier? Ich brauche Damage. Was außer für die Kampfkunst. Das ist der Mega-Kick. Der ist auch ganz geil. Nehmen wir den mal kurz hier mit. Das lassen wir erstmal kurz. So, Artefakte haben wir doch alles geswitcht. Was ist denn hier los schon wieder? Was ist denn los, Spiel? Die 87. Ah, wir haben gar nicht die Pussy ausgewählt. Wir haben einfach das hier genommen. Das ist viel besser. Das Necronomicon. Lol. Roffel die Kartoffel. Ich habe das Beste ausgewählt überall, ne? Ich check mal kurz die Lage. Yes, das war 90. Das haben wir auch drin. Hier haben wir 101. Das haben wir schon ausgewählt. Da. Hier haben wir auch 100. Hier haben wir Timmy drin. Das ist auch 100. Maximum das Beste. Oh, das ist besser. Das ist 87. Das ist besser, Leute. Und somit sind wir krank dabei. Was hatten wir hier noch krasses? Was Neues? DNA wollten wir auch nicht switchen, ne? Nee, die war ganz geil. Eigentlich somit die krasseste und beste, das passt auf. Charakterbögen haben wir auch irgendwas Neues scheinbar. Da schreiben wir auch kurz die Lage hier. Was haben wir denn? New? New ist... Ne, wisst Bescheid. So, sonst irgendwas noch? Nö. Alles klärchen. So. Wir müssen nach da unten. Ne, wir müssen nach da oben. Ach genau, wir müssen zu der Base. Entschuldigung. Ist ja anders. Zu den komischen Pirates Freedom. Was ist mit ihm los?
Sei es immer schon da? Irgendwie nicht, aber ich kann mit ihm noch nicht reden. Mysteriös. Weil ich meine, der saß da vorher nicht, der kleine Zipfelklatschende Superklatscher. So, dann gehen wir los und werden kurz Mitch Connor aka Cartman quälen. Muss noch anhören, dann musst du talken. Bei talken was? Bei talken. Oh Gottchen, was wollt ihr denn? Geht mir hier auf den Sack. Komm, die machen wir. Steigen Level auf. Sind halt nur Lakaien. Wer bietet dem Chaos die Stirn? Guck mal hier. Also, wenn du von Professor Chaos quasi der Lakai bist, dann kannst du nur scheiße sein. Ich hab keine Angst vor nichts und niemandem. Doch ja, dann. Genau, komm mal, ja. Chaos. So weit kommen wir nicht. Ja, doch, kommen wir. Wir könnten. Machen wir kurz. Das ist gar nicht mal so schlecht. Eure Kostüme sind so schrottig. Ey. Warum ist der so respektlos? Ich meine, er will doch nur Tickets verkaufen. Und mit so einer Scheiße kannst du nicht Tickets verkaufen. Du respektloser, dreckiger Kido-Typ. Ich bin dran. Gott sei Dank. Wir kommen nicht hin, ne? Ach, der ist ja noch da. Lol, den können wir kaputt machen. Seht ihr, die Attacke geht über die Seite. Dr. Who Folgen sahen die Effekte besser aus. Es liegt was in der Luft, der Humankind. Ja, komm, der Humankind. Und ein 334er kriegt schon wieder. Ihr solltet mal an euren Stunts feilen. Pandemonium! Alter, hat Craig immer so, schon so viel AP und alles gehabt? Der Craig ist voll krank. Craig hat voll viel Ausmaß, voll viel Zinge getargetamt, explodiert und ich brenne jetzt. Ich bin fast tot. Lol. Ich bin so gut wie tot. Was soll denn der Witz? Oh, verkackt. Egal. Ich muss spammen. Dann sterbe ich halt. Ist okay. Ja, ich bin tot. Und er blutet wie eine Frau. So, hier können wir chargen. Yes. Das muss ich machen wie bei der letzten Attacke. Egal. 222 und 221er Schild. Not bad. Das nehmen wir auf jeden Fall. Wie wär's mit einer Runde Chaos-Kite, Junge? Entropie. Wow. Kann mal jemand das Blut aufwischen? Ich wische das Blut auf und zwar mit deinem Sack, du dreckiger Sparko. Braucht jemand eine Faust in die Fresse? Oh, es geht. Geiler Charge. Richtig krasser Charge. Alter, so weit geht das? Not bad. So Leute, damit haben wir gewonnen und wir sollten jetzt aufsteigen im Level. Bekommen wir ein neues Artefakt? Walkie-Talkie, 386 und Duftaufstieg, Level 11. Was haben wir jetzt freigeschaltet? Nichts. Sind wir jetzt nicht aufgestiegen? Ja, oder? Wir bekommen nichts. Wir bekommen mit Level 11 nichts mehr Neues. Wow. Wie viel Geld habe ich eigentlich? 301. Puh. Alles klar. Gab es kranke Sachen bei Jimbo im Laden für sehr viel Geld? Das ist doch der Oh ja, der bin ich. Ich furze gerne auf Vaginas. So wie es sein muss. Geh mal rein. Und check mal kurz die Lage. Ich hoffe, ich habe wirklich Angst, dass bald das Spiel zu Ende ist. Aber wir haben noch Add-ons und so weiter. Ein paar am Start. Aber trotzdem, ich habe Angst. Was ist los mit euch? Ich bin nicht der Feind. Das Spiel darf nicht enden. Du musst reden, Cartman. Du musst Cartman zum Reden bringen. Was? Was willst du damit machen? Ihr verschwendet eure Zeit. Folter bringt nichts beim Kuhn, erinnert ihr euch? Ich sollte also beim Essen zuschauen? Ich hab keine Angst. Also wir haben Taco im Angebot. Blumenkohl. Das Blumenkohl, ich glaube schon. Ein Tintenfisch, ein Hotdog und Lauch? Das Lauch? Kohlrabi? Keine Ahnung, ich bin nicht so gut in so einem Scheiß. Er ist halt ein Lauch. Ich glaube, wir furzen, oder? Fangen wir mit was Leichtes an. Brokkoli hat unverdient einen schlechten Ruf, finde ich. Seht ihr? Macht mir gar nichts. Das war ja noch human. Genauso wie das wird auch sehr homonym. Das ist Spargel, okay. Spargel
bei der Pisse mehr, ne? Beim Furzen nicht so. Ach, scheiße. Nein. Kein Problem. Ich pfeife mir diese Fürze rein. Jam, jam, jam. Hm. Dann werden wir jetzt mal ein bisschen krasser werden. Also ich glaube, der Tintenfisch ist echt am krassesten. Und wir gehen mal auf den Hotdog. Leute, Hotdog könnten wir zum Ende kommen. Haut richtig rein. Also Hotdog, glaube ich, das sind schon knackige Fürze, die man ins Gesicht reingeknallt bekommt. Schön die beiden Backen spreizen und dann schön rausknallen, die alte Rotze. Oh. Oh nein, ich nein, fühle mit. Macht gar nichts aus. Noch ein. Oh Mann, das war's dann wohl, hä? Kommt jemand an den Knoten ran? Ih, er hat draufgekotzt. Also was essen? Wir essen das jetzt wirklich, wenn wir draufgekotzt haben? Du willst doch nicht etwa diesen Burrito essen, oder? Ah, oh, das ist echt ekelhaft. Wir essen einen vollgekotzten Burrito. Cartman, viel Spaß. Ihr könnt gleich aufgeben. Die sind nicht... Warte, Leute. Oh Gott, oh, die Katzen. Was für Katzen? Ja, genau. Connor, die Fürze haben was bei mir gezündet. Er will die Katzen irgendwie stärker machen. Ja, ja, genau. Er will die Katzen irgendwie genetisch verändern. Das Genlabor. Dr. Mephisto. Ja, das muss es sein. Ha. Wir haben einen vollgekotzten Burrito gegessen und dann schön nochmal ins Gesicht geknallt. Aber ich hätte wirklich gewünscht, dass wir noch den Tintenfisch gesehen hätten. Schade. So, was haben wir eigentlich hier noch Tolles irgendwie, ne, am Start? Ne? Okay, wir müssen Mephistos Genlabor besuchen. Wir Freedom Pals geben nicht auf, bevor deine Eltern nicht sicher sind. Haben wir eigentlich schon allen Selfies gemacht? Nein. Nein. Haben wir noch nicht. Mit Tweak? Selfie? Ja klar, Leute, komm heraus. Mit Timmy? Timmy! Mysterion? Ausgezeichnet. Freut mich, dass du zu uns gestoßen bist. Kenny. Oh, er ist seine Identität aufgetaucht, beziehungsweise wurde verraten. Hey, mit Cartman habe ich schon. Mit Colgall habe ich auch schon. Mit Tupperdose. Token Black. Toolshed. Ja, wir sind doch ein gutes Team. Geil, Leute, es geht voran. Jimmy? Es geht ganz schön voran hier. Mit ihm habe ich schon, Mr. Diabetes habe ich auch schon, habe ich mit ihm eigentlich schon? Klar, mach mir noch eins. Ach, wir haben schon eins, okay. Schade. Ja, dann haben wir natürlich einige Follower wieder dazu bekommen, ne? Leute, es läuft richtig schön. So, ab zu Mephistos Labor. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir da so alles Tolles finden. Ich meine, in dem ersten Teil, das weiß ich übrigens zweimal Let's Played habe auf meinem Kanal, aber es ist nur so geil ist das Spiel, könnt ihr gerne abchecken in der Videobeschreibung, in der Playlist, auf meinem Kanal, in der Playlist findet ihr Double Let's Play, zweifaches, sogar das eine mit Facecam, glaube ich, oder sogar beide. Ja, und ging es nicht da auch um genmanipulierte Nazi-Katzen? Oder waren es einfach nur Nazi-Katzen? Waren die auch genmanipuliert? Ich weiß es nicht. Ich meine, zumindest da war es so. Ich glaube, wir haben sogar... Ich habe erst Uncut gespielt und dann später musste ich das wegmachen, weil da ja über Nazi-Zeichen waren. Ne? Weil Hakenkreuze sind halt nicht so toll in Deutschland. Deswegen musste ich das halt zensieren alles. So, dann habe ich später die zensierte Version gezockt. Verpisst euch. Ich will nicht mit euch kämpfen, weil ich bin schon... Krasses Level habe ich schon am Start und es bringt halt nichts, weil ich keine Bonus mehr bekomme. Mann. Ich bin richtig eklig, mein Freund. Ich bin richtig. Wie Follower haben wir eigentlich bei Kunstagram? Kunstagram. 63 Follower. Need for Speed. Da sind sie alle, die kleinen Schnucklinge. Ah. Ich dann nicht noch gleich. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ich bin gespannt, wie viel es überhaupt gibt. Wie viel man bekommen kann. Was geht? Willst du hier eine Wurst absetzen? Oh yeah. Wir laufen ja eh bei Jimmos Laden vorbei. Dann können wir kurz abchecken, ob es irgendwas richtig krasses gibt, was wir uns kaufen können oder nicht. Können wir abchecken. Können auch vorher ein paar Schlampen uns wegklatschen oder so, aber dafür haben wir keine Zeit. Wir sind auch minderjährig. Und Minderjährige klatschen keine Schlampen weg. Lass schwule Fische sein. Klar, dass du das nicht verstehst. Wie könntest du auch? Lass schwule Fische sein. Die ganze Zeit dieselbe Frage. Was wohl der schwule Fisch gerade macht? Das ist meine große... Die kratzt sich an der Mumu. Lass auf meinen Schultern. Ich muss den Leuten helfen. Boah, dieser Fisch, ne? Boah, ist der nervig.
Also ich... Du kannst es auch nicht verstehen. Redet immer noch, obwohl ich tausend Sachen Jahre weg bin vom seinen Screen oder Laden, wie auch immer. So, wir sind jetzt hier. Genau. Heute ist dein Glückstag. Ich habe neue Ware auf Lager, Wunderarsch. Na, howdy. Was hast denn du? Okay. Kriegswelpe. Das ist der, das ist... Okama Traumbox. 100 Artefakt. Das sieht ziemlich mächtig aus. Eine Tatze ist hier am Start. Na gut, gibt es ja gar nicht mehr. Ne? Kannst du eh nicht kaufen. Artefakten können. Könnt ihr jetzt ein Artefakt hier holen für 80, aber... Was darf sein, Superheld? Das lohnt sich nicht. Gut, wir sehen uns. Es lohnt sich nicht. Habe ich hier schon hingehangen? Ja. Übrigens, ist euch schon, habt ihr schon gesehen, wo ich die letzten Bilder noch aufhängen muss? Wenn ja, schreibt das in die Kommentare. Es würde mich doch schon ziemlich stark interessieren. So, weiter geht's. Mephistos Labor sollte ganz, ganz oben... War ich da oben schon? Ja. Ganz, ganz oben links sein, und zwar hier. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Mephisto, was haben Sie getan, mein junger Herr? Wieso, weshalb, warum? Okay, ah. Wunderarsch ist da. Los, Wunderarsch! Kann ich euch helfen? Ja, hi, wir haben die Führung gebucht. Ah ja, die Nachttour, oder? Ja, wir sind ein bisschen früh. Tja, aus Sicherheitsgründen werden Führungen nur von 10 bis 12 Uhr nachts angeboten. Damit das Ganze gruseliger wird? Das Warten lohnt sich jedenfalls. Bis heute Abend. Scheiße, und was machen wir jetzt? Wir müssen wohl warten und dürfen nicht zulassen, dass irgendwer durch dieses Tor geht. Ja, wir sollten ja einfach bis 10 warten. Und wie lange ist das noch? Ungefähr 6 Stunden. Okay, 6 Stunden, dann kann's losgehen. Oh Gott, was? Willst du mich verarschen, Spiel? Wie lange noch? Immer noch etwa 6 Stunden. Okay, cool. Ich... Nein! Das wird so super! Also in 6 Stunden. Klar, Biscard. Hat irgendwer Snacks oder so dabei? Ja, daran hätten wir denken sollen. Ich warte nicht jetzt 6 Stunden hier. Oh Mann, und wie lange jetzt noch? Etwa 6 Stunden, immer noch. Oh, fuck! Hier muss doch irgendwo was sein, womit ich dann hier reinkomme oder sowas. Es sind 6 fucking Stunden. Du hast noch nicht das volle Potenzial deines Zeitreisearschs ausgeschöpft. Wenn du deine Fürze verstärkst, könntest du vielleicht die Zeit beschleunigen. Siehst du den Lüfter da drüben? Direkt hinter dir, da beim Tor. Links, kaum zu übersehen. Wenn du in den Lüfter furzt, wird die Oszillation das Gas durch das Expansionsventil leiten, sodass es sich in der Kondensatorspirale mit dem unter Druck stehenden Kühlmittel verbindet. Denk nicht drüber nach, ist egal. Furz einfach in den Lüfter. Los, ich schalte ihn für dich an. Lass einfahren. Okay. Was Neues. Verändere die Zeit und lass es Tag oder Nacht werden. Geil, das ist richtig geil. Holy shit. Das sieht ziemlich cool aus. Scheiße. Was ist denn jetzt passiert? Hier stinkt's nach Gammelfleisch. Ist wohl Nacht, Leute. Sind alle da? Hi, wir wollen die Führung machen. Ah ja, kommt rein. Ich kann auch selber steuern und super. Oh, was ist das da? Was ist das? Warte. Was ist das? Extrem skinhaft und Schärfe, bla bla, irgendwas. Da, da ist noch was. Das ist ein ziemlich großer Screen hier. Sehr übersichtlich, aber sieht cool aus. Hey, wo bleibst du denn? Ruhig. Ich sehe da oben noch eine Tasche. Da oben rechts, seht ihr das? Ich mit meinen Adler-Ninja-Augen sehe sofort so oder sowas. Nicht so lahmarschig. Bleib ruhig. Nur Schrott. Nur Schrott. Bin doch schon da. Ah, junge Menschen, die sich für Gentechnik interessieren. Wunderbar, kommt rein.
Und damit werden wir diesen wunderbaren Part beenden. Wenn es euch gefallen hat, aktiviert bitte die Glocke für mehr. Lasst ein Like da und ja, schreibt einen Kommentar. Seid ein Haufen super nasser Boys und Mephisto hat auch eine andere Stimme. Ich mag die alten Stimmen alle besser. Natürlich gibt es Synchronsprecher, die dann das nicht mehr betreiben oder krankheitsbedingt oder vielleicht sogar verstorben, aber trotzdem, ich möchte gern für immer die gleichen Stimmen haben. Egal, der hat übrigens eine echt geile Frisur. Das war's, Haufen Supernasser Boys, reingehauen. Bis zum nächsten Mal von South Park. Tschüss.